Innerhalb unseres Sonnensystems gibt es 8 Planeten, aber hätte es noch einen anderen Planeten geben können, der in unserem Sonnensystem zwischen Mars und Jupiter liegt? Wissenschaftler denken, dass die Planeten sich innerhalb der Scheibe aus verbliebenen Gas und Staub formen, der um einen jungen Stern wirbelt. Über Jahrmillionen hinweg wurde vieles von den übrigen gebliebenen materiellen Clustern zusammen immer größer und größer, bis schließlich ein Planet Gestalt annahm, so wie es die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren als dritter Planet von der Sonne aus tat. Der Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter ist eine riesige Ansammlung von Gestein und Eis, die von unseren Sonnensystembildungen übrig geblieben ist. Und schon früh in dieser Formation kann es im Hauptteil des Asteroidengürtels genügend Material gegeben haben, um einen Planeten zu erschaffen, der viermal so groß ist wie die Erde. Warum also sammelte sich dieses ganze Weltraummaterial nicht an und wurde der fünfte Planet von der Sonne? Nun, die Astronomen glauben, dass die frühe Erschaffung des Jupiters die Entstehung eines Planeten in dieser Region ein Ende gesetzt hat. Jupiters Gravitationszug ist so intensiv, dass die Asteroiden destabilisiert wurden, dass sie aus dem Orbit geworfen und in der Sonne nach innen oder ins äußere Sonnensystem hineingeschoben würden. Was auch immer übrig blieb, würde langsam zusammengezogen werden und Lücken im Gürtel, die Kirkwood-Lücken genannt werden, schaffen und diese verhindern, dass sich ein Planet überhaupt noch formen kann. Also, wegen des Jupiters sammelten sich die Asteroiden in Gruppen von Trümmern, anstatt in einen einzigen planetarischen Körper. Aber selbst wenn sich plötzlich alle Gesteins- und Eiswäschen, die den Asteroidengürtel bilden, plötzlich zu einem einzigen Körper gruppieren würden, wird davon ausgegangen, dass er nur etwa 5% unserer eigenen Mondmasse messen würde, was ihn zu einem ziemlich kleinen Planeten machen würde. Der Asteroidengürtel besteht nicht nur aus kieselsteinigen Felsen oder schwimmenden Felsbrocken, aber in diesem geheimnisvollen Gürtel lauert eine leicht erfolgreiche Formation, bekannt als Ceres. Die Gravitationskraft von Ceres ist nicht groß genug, um andere Objekte in ihrem Weg zu überwältigen, während sie um die Sonne kreist, was bedeutet, dass sie nur als Zwergplaneten klassifiziert wird, genau wie der heruntergestufte Pluto. Wissenschaftler glauben, dass es hunderte von Zwergplaneten geben könnte, die noch entdeckt werden müssen, und viele von ihnen in einem Asteroidengürtel liegen. Aber bedauerlicherweise kann keiner von ihnen als Hauptplanet eingestuft werden. Wenn wir also noch einmal 9 Planeten haben wollen, müssen wir darauf hoffen, dass die Astronomen einen Eisplaneten im äußeren Sonnensystem finden. Liked, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und schauen auf Wiedersehen, euer EV aus dem 2 Let's Play, Alice und David von Bros TV. Haut rein!